Ganze 42 Tage haben wir gebraucht, um alle Früchte zu sammeln. Wir kommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Wie ihr sehen könnt, haben wir jede einzelne Frucht hier gesammelt. Und das habe ich nur gemacht, weil es sonst zu lang gedauert hätte mit den Parts. Dann hätte ich lange dafür brauchen müssen. Und ich wollte nicht, dass ihr noch 10 Stunden wartet, bevor ich hier noch anfange überzulaufen. Kurz Kamera drehen. So. Also alles ist perfekt. Wir starten den 43. Tag im Turm der Einsamkeit. Was laut Karten ein bisschen aussieht wie Australien. Turm der Einsamkeit. Turm der Einsamkeit. Dieses Signal. Ob das von Captain Olima kommt? Wenn wir Louis glauben können, muss es von ihm sein. Ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern. Abmarsch. Gut, dann. Wir haben jetzt hier einen ganzen Anmarsch an Pikmin. Schon Sommer um. Okay, ich sehe, wir haben hier schöne Blumen. Und Tatsache, es ist Australien. Ich hatte recht. Und das, was wie so ein Turm aussieht, könnte ein Ameisenbau sein. Was zur... Was? Ist das Captain Olima? Oh, wie schrecklich. Diese goldene Lebensform hat irgendwas mit ihm vor. Oh nein, wir müssen ihn schnell retten. Das sieht eher aus, als meint das goldene Ding. Olima wäre sein Kind. Also wir gucken nochmal, ob hier irgendwas ist. Nein. Oh nein, Olima! Was zur? Die Pikmin! Anders als sonst scheinen sie den Weg nicht recht zu kennen. Dann sollten wir jemanden von uns führen. Ich werde die Pikmin zur Drake bringen. Also dann, der Captain und ich suchen den Überlichtschlüssel und stoßen dann zu ihnen. Also, los geht's! Olima retten 1. Zeige den Pikmin, die Olima tragen, weg. Den Weg. Olima retten 2. Der Anführer übernehmen die Reihenfolge, das Kommando über Pikmin. Brittany, Charlie, Alf. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in diese abscheuliche Höhle rein. Scheiße. Oh, da ist er das. Was ist das denn? Gehört das zur Kreatur von eben? Ich glaube, das ist ein und derselbe Kreatur. Was? Aber sie wirkt völlig unversehrt. Captain, wir müssen hier weg. Rückzug! Ich mache mir Sorgen um Brittany. Mysteriöse Lebensform. Ist die Lebensform durchsichtig? Ist sie unbesiegbar? Was? Eingesaugte Pikmin kannst du mit der Pfeife retten.
Ja, los, dann verpissen wir uns, Alter. Okay, wir haben zumindest einen großen Vorsprung. Hä? Okay, da kommen wir nicht weiter. Okay, hier ist eine Videodatei. Oh fuck, da ist es. Okay, wo jetzt hin? Schauen wir uns mal die Karte an. Okay, da geht's rum. Da sehe ich einen Ausgang. Dann kann aber noch da. Ja. Ich sehe einen Gang, der dahin führt. Ja, dann gehen wir mal erstmal. Na toll. Rechts ist eine Sackgasse. Und ich merk's nicht. Oh nein, da. Oh fuck. Punktkäfer. Wahrscheinlich soll das so eine Art Prüfung darstellen. Oh fuck! Ich glaube, das soll eine Prüfung für uns sein. Sofort alle zu mir, meine Lieben. Crap. Nein! Er hat... Wie schrecklich! Captain Onima wurde verschluckt! Wir müssen Onima retten. Kommen wir. Okay, und von da aus kommen wir dann nach da unten. Okay. Schnell beeilt euch, dieses goldene Viech lädt sich schnell auf. Gut, alles schön zu mir, meine Lieben. Gut. Gut, dann gehen wir wohin? Okay, hier brauchen wir Steinpigmen. Oh crap! Fuck! Nein! Oh nein! Er hat ihn schon wieder geschnappt. Ob das seine Art ist, Captain Olima seine Zuneigung zu zeigen? Ja, kommt schon, beeilt euch! Komm, beeilt euch, das Viech hat ihn gleich.
Komm, scheiß auf die Pikmin, er hat die. Verdammt, wo ist es, wo ist es? Wie bitte? Wie weit ist das denn von uns entfernt? Kommt schnell, 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 schnell. Oh nein, ja, wir haben verloren, oder? Oh nee, er ist hinter uns. Wir zoomen mal extra schön groß dran. Okay, der Rest folgt uns. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder den Gang entlang. Na, dann kommen wir da entlang. Und darunter. Und immer noch Gänge. Perfekt. Oh nein, jetzt haben wir keine Bomben mehr. Ja, scheiße. Und was, wenn wir... Jetzt gehen wir den Gang hier wieder entlang. So, jetzt wer kommt mit mir mit? No. Hey, warte, wo gehe ich jetzt hin? Gehen wir total falsch. Wir müssen hier entlang. Oh fuck, er hat uns gleich erreicht. Ach, hier sind noch ein paar Steinpikmin. Ja, lauf doch ein. So gut. Schön mir vorhin. Fuck. Och nö, was ist das denn? Oh, scheiße. Ja, lauf doch. Ey, sag mal, ist das normal? Oh, scheiße. Ja, lauf doch! Ey, jetzt sag nicht mal, wenn meine Steuerung gleich voll kaputt ist. Ja, hallo! Alter, wie viel Pikmin wir schon verloren haben. Gut, Perfekt. Das Ziel haben wir jetzt schon mal.
Und da ist der Rest. So. So, ihr kümmert euch um die Brücke. Ah, fuck. Och nee. Perfekt. So, hä? Oh nein, da ist ein Elektro. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Ey, das habe ich jetzt aber nicht kommen sehen. Ja, komm, Junge. Alle mir nach. Komm, wir schneiden es in den Weg ab. Warum denn die Flügel, Pikmin? Nintendo, seid ihr eigentlich geisteskrank? Ja, komm doch, hallo. Ja, ja, wenn die so dumm sind und nicht zu uns kommen. Gut, dann gehen wir jetzt den Gang da links. Alter, war das aber krank. Vor allem, ich wusste nicht mal, was das Viech mit uns anstellen wollte. Das hat uns einfach verfolgt wie so ein Irrer, als meinte, gib mir mein Baby. Ich glaube, es hat Olimar für sein Baby gehalten. Ja, aber dieses, aber das Plasma-Gespenst ist aber auch, es soll laut Theorie eine Weiterentwicklung des Plasma-Gespenstes sein. Man aus Pikmin 2 kennt. Bevor hat einige gefragt, was ist denn das Plasma-Gespenst? Ja, das Plasma-Gespenst, das ist eine Lebensform, die sich immer verändern kann. Es sieht aus, als hätten wir alle Nahrungsquellen erschlossen. Jetzt können wir unsere Vorräte nicht mehr aufstocken. Wir brauchen den Überlichtschlüssel. Boah, Alter, war das krank. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Ja, aber wenn die Heinis auch immer wieder abhauen, was willst du dann dagegen machen? Wenn die so pessimistisch sind.
Also wir versuchten, Olimar zu retten. Wurden von einer rätselhaften Lebensform angegriffen. Allerdings schienen sie nicht auf uns, sondern auf Olimar angesehen, auf ihn Olimar angesehen zu haben. Ich frage mich mal, was der Grund dafür ist. Wie dem auch sei, vorerst sollten wir Olimar zur Drake zurückbringen. Boah, aber krank war das. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao. Schon 43, schon. Das ist schon der 44. Tag hier in Pikmin 3 Deluxe. Oder Deluxe, oder wie er es nennen mag. Heute machen wir uns wieder auf die Suche zum Turm der Einsamkeit, aka Australien. Also wir haben in der letzten Folge. Oh na toll, jetzt fängt es an zu regnen. Ist eine ganz tolle Idee, ne? Ja, super. Haben jetzt meine ganze Armee. Das hier sieht aus wie so ein Battlefield. Gut. Ah, verstehe. Und ich glaube, von da aus können wir Olimar dann auch zurückbringen. Naja. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir wurden vom Plasma-Gespenst oder von der Weiterentwicklung des Plasma-Gespensts angegriffen, das uns die ganze Zeit verfolgt hatte, weil wir Olimar bei uns hatten. Wir haben auch gesehen, dass das Plasma-Gespenst Olimar für sein Baby hält. Bevor jetzt einige pessimistisch auf mich losgehen, das ist doch Logan. Olimar ist kein Baby, er ist ein Erwachsener. Da gebe ich euch auch schon recht, meine lieben Damen und Ah, Olimar. Zum Glück ist er wohl und nicht verletzt. Diese goldene Lebensform nicht, scheint nicht da zu sein. Das ist unsere Chance, ihn zu retten. Oh, wir haben sogar einen Geysir. Okay. Ihr Pikmin. Naja. Operation Rette Olimar geht weiter. Ich werde die Führung der Pikmin übernehmen. Alles klar, Brittany. Brittany. Alf und ich werden den Rückendeckung geben. Seien Sie doch so gut und bringen Sie Unmattung zum Schiff. Alles klar, dann mal los. Hä, und was mit dem Geysir da oben? Bäh! Ja, was ist denn? Och nee, da ist es schon wieder. Da ist es wieder. Bitte nie. Kümmern Sie sich um Olimar. Überlass das mir. Hierher, schnell. Ja. So, in der letzten Folge haben wir schon einen Großteil dieses Labyrinths überstanden. Gucken, wo sind sie? Wo sind sie? Ah, da kommen sie. Ha ha ha!
So, dann. Ich mach den Weg. So, wo müssen wir jetzt hin? Oh, verdammte Steuerung! Nein! Naja, zumindest sind die ganzen Monster weg. Heißt, wir haben jetzt freie Bahn. Und zum Bewegen. Und hier sind wieder diese Bomben. Ja, komm, ein, nicht genau. Nein, ihr seid... Oh Gott. Zehn von fünf. Oh oh, das sieht nicht so gut aus. Oh fuck, da ist es. Komm schnell hier. Gut, nein, ja. Scheiße. Ich hab da gerade so eine Idee. Wir laufen jetzt hier einfach mal herum. Genau, damit sparen wir Zeit. Oder? Oh Gott, das sind kleine Larven. Ach, verpisst euch doch, ihr Larven. Och, das ist doch nicht zu fassen! Hä? Was so? Hä? Ich habe... Was so? Ach, was sind das denn für verdammte Viecher? Ja, los, hoch. Warum kommt das denn so hoch? Was sind das denn für verdammte Viecher? Nein, ihr sollt doch nicht hoch... Oh Gott, ihr seid doch so dumm. Och nö, was? Ja, was denn? Mann! Ich hasse diese verdammten Viecher! Oh, fuck! Vielleicht funktioniert eine Bombe. Jetzt funktioniert! Oh nee. Gucken. Och, und da ist eine Mauer. Ich werd nicht mehr. Ja, toll. Wir können zwar noch die scheiß Abkürzungen nehmen, aber wenn meine scheiß Pikmin noch so behindert. Wo ist es denn? Ja, natürlich. Hat ja mal übelsten Vorsprung.
Ja, leck mich am Arsch, Alter! Ja, scheiße! Lauf doch! Hä? Wie kann das Viech denn weglaufen so schnell? Lauf, 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 Britney! Ey, wir haben... Da ist es! Lauf, 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 lauf! Da ist es, da ist es! Olima wurde beinahe getötet, wurde beinahe aufgefressen. Ja, wieso denn jetzt? Ja, darum jetzt. Naja, es sieht scheiße aus. Warum ist er noch so blöd? Ey, ich bin im Arsch. Okay. Oh Gott, das sieht das ist nicht normal. Wir haben nur eine Bombe, das reicht nicht. Ich glaube, da in diesen Löchern war nur Dreck. Oh Gott, das sieht überhaupt nicht gut aus. Hä? Na, ihr kommt mit. Gut. Scheiße, das ist überhaupt nicht gut. Jetzt kommen ja diese komischen... Hä? Geht reingucken. Ach nee. Okay, es sind noch Bomben drin. Gut. Ja, komm schnell. Hallo, hallo, hallo. Oh, verdammt. Das sieht nicht gut aus. Und ich hab nur eine Bombe, scheiße! Das werde ich nicht mehr schaffen, überlebend. Ja komm, wir gehen hier raus. Komm, meine Lieben, raus, komm. Schnell. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Och nee. Noch 10 Kilometer, 10.000 Meter. Und was sind 10? Ja, klar. Ist doch nicht wahr. Jetzt werden wir wieder von irgendwelchen Kilometer-Scheiß angegriffen. Das ist doch nicht wahr. Ich brauch 10. Ich bin doch ein Idiot.
Oh Gott, das sind nur 9. Ach verdammt, ich bin tot, ey. Ich bin im Arsch. Ja, was soll das denn, wenn man hier irgendwie von einem Monster angegriffen wird? Ist ja noch irgendwo so eine Pflanze? Nee. Das ist doch nicht wahr. Aber ich kann alles sehen. Zumindest einen Großteil. Zumindest spenden uns diese kleinen Pilze ein bisschen Licht. Okay, hier ist... No. Ah, och nee, ne? Nee, da kommt er doch schon wieder. Was soll das, ey? Ich werd doch nicht verrückt. Ja, wir können nicht mehr gewinnen. Ich sag euch, wir haben verloren. Hä, wieso fehlen uns 6? Was kommt jetzt? Oh nein, was? Oh fuck! Ich hasse das. Aber warum muss das auch so unfair sein, diese Mission? Ich hab verkackt. Ja, warum sterben wir so viel? Die sind auch blöd und dumm wie Brot. Ich muss nicht. Ich will den Text jetzt nicht mehr lesen. Ich habe jetzt schon die Nase voll. Auf jeden Fall, wir können jetzt auch den Shortcut nutzen. Ist besser. Turm der Einsamkeit. Rette Olimar. Ja. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wie viel Pikmin verloren. Gut, wir haben genug Pikmin, um uns zu versorgen. Komm, wir gehen direkt hier wieder runter. Aber warum nehmen die denn nicht den Dings? Den Weg zum Geysir? Komm schon hier. Okay. Thank you.
Oder kommen die? Wir müssen immer in der Nähe bleiben, bevor mich nicht Pikmin noch. Nice. Genau, jetzt haben wir den Shortcut. Und da oben sind auch noch Bomben. Von da aus kommen wir dann nach da hinten hin. Heißt, wir müssen dann nicht mehr diesen Ursels-Tunnel machen. Wo bleibt ihr? Kommt! Wo bleiben die? Ah, da kommen sie. Ich dachte schon, die wollen nicht. Spielen die durch den Stuhl oder hier wie? Na. Zwei Minuten. Oh Gott, ihr seid auch blöd! Och, das ist doch nicht dein Ernst. Naja. Und der Rest kommt mit uns. Perfekt. Ach, sind die doch blöd? Oh nein. Oh fuck, da ist es schon wieder. Lauft. Nein, was macht ihr denn? Genau. Hm.
Hab eine Idee, wir laufen dann wieder zurück. Wir schnappen jetzt erstmal die Bomben, gehen dann die ganzen... Was machen die denn? Das funktioniert nicht. Ich muss gerade arbeiten. So, danke ihr zwei. Nett. So, ihr kümmert euch um den Dreck. Das Ding folgt euch wieder. Perfekt. Okay, und die Bomben haben wir. Oh nee. Na kommt! Was liegst du da auf der faulen Haut rum? Okay. Sind sie wieder in meiner Nähe? Perfekt. Ich habe 3 Bomben. Wo ich nur noch den Gang hier runter, dann ist da die Mauer. Ja, Nintendo wollte ja noch so Bomben-Pikmin hineinfügen, aber... Ja, komm, komm, komm! Ja, lauf, 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 halt doch, hallo, 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 flieg doch! Perfekt! Eine Abkürzung. Wenn sich diese Wand einreißen ließe, würde sich die Zeit, die man bräuchte, aus diesem Irrgarten zu entkommen, enorm verkürzen. Wenn es hier doch nur ein paar Steinbomben gäbe. Olima. Er lauft doch, lauf, 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 lauf. Oh. Oi. Naja. Och, warum kommt ihr denn nicht mit hoch? Eine Videodatei. Ja, aber das bringt uns nicht weiter. Hä? Ja, ihr seid doch alle so blöd. Jetzt kommt sofort alle zu mir. Ihr kommt sofort alle zu mir. Thank you.
Ach, komm auf der Map. Ach, jetzt sag. Jetzt sag nicht, ich muss den anderen Scheiß auch noch machen, ey. Dann gibt's. Aber eine Anzeige, Nintendo. Hä? Ja, wie. Ja, wie kommt man denn dann raus? Hä? Och nö. Gibt's denn hier kein. Ja, ihr wollt uns ja nicht helfen, Nintendo. Ey. Gibt's hier irgendwo noch einen. Du sollst nach rechts gehen. Wenn ich sag, du gehst nach rechts, dann gehst du auch nach rechts. Fucking Brittany. Brittany. Ja, Tatsache. Ja, aber warum willst. Ja. Nee, weißt du, ich bring dich gleich nur um. Ach. Naja, dann müssen wir da unten. Ich meine, wir können jetzt hier wieder raus, aber das bringt uns nicht weiter. Wir haben sowieso reingeschissen. Aber wenn uns auch diese Kreatur folgt, dann will ich mal wissen, was Nintendo da sich erlaubt hat. So, genau. Hier geht's jetzt rauf. Ja, das kenne ich doch schon. Okay. Er folgt uns. Na, runter, 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 runter. Oh fuck, das ist direkt unter uns, ne? Na komm, schon. Ja genau, jetzt müssen wir. Das hin. Ja. Das ist doch nur, weil Obi blöd ist. Hey, wie kommen wir denn da hoch? Hä? Och nee. Okay, also wir müssen dann später mal hier den ganzen Weg aufgraben, um dann da hochzukommen. Das reicht nicht mehr. Ich. Ja, wusste ich doch, das ist Australien. Da war auch Ayers Rock. Und schon die Nase voll hiervon.